Willkommen zurück zu Let's Play TKKG. Alarm in der Geisterbahn, mittlerweile in Part Nummer 14. Und ich hatte ja für diesen Teil versprochen, dass wir jetzt mit Gabi in die Eiswelt gehen. Das machen wir auch sofort. Die ist ja immer noch als Eissnappy verkleidet. Darf okay, eigentlich die Attraktion nicht... Dann los. Genau, sie darf eigentlich die Attraktion nicht betreten, aber... Wollen wir das nochmal anhören hier vielleicht? Kleiner Scherz. Oder geht das? Was weiß ich, wenn wir... Mit meinen Patschehändchen ist da nichts zu machen. Guck mal, das ist doch zum Beispiel lustig. Das hat bestimmt auch kaum jemand versucht. Jetzt müssen wir natürlich nochmal den Ort neu besuchen. Aber immerhin haben wir da mal drauf geklickt. Okay, guckt gerade niemand? Nein. Dann los. Gut. So, dahinter ist wahrscheinlich Burkhard und wir werden jetzt mal hier anklopfen. Woran erinnert mich nur dieses Geräusch? Irgendwie bringe ich es mit Gartenarbeit in Verbindung. Ja, Motorsäge, das hatte... Das Wort Motorsäge hatte Klößchen doch schon in den Mund genommen. Das ist eine sehr interessante Sache. Also das Gabi hat das irgendwie noch nicht auf dem Kasten. Aber ich dachte, wir können da jetzt reingehen. Also ich dachte, wir können da anklopfen oder so. Die werden doch dem Gänsemann hinter dieser Tür nichts zuleide tun. Was sollte denn hier wie ein Unfall aussehen? Können wir denn jetzt vielleicht endlich mal mit Klößchen... Was ist denn mit Sascha? Ich habe ihn nach Hause geschickt. Es wird ein Weilchen dauern, bis von seinem Pfeilchen nichts mehr zu sehen ist. Ich habe ihn geraten, es mit einer Sonnenbrille zu kaschieren. Der Arme. Ja, toller Arzt. Benutzen in den Krimis nicht immer Geldschrankknacker-Stethoskope? Aha. Na klar. Aber ich habe damit noch nie an kaltem Stahl gelauscht. Nee, er geht ja immer auf Horchposten. Das hat er uns ja schon erzählt. Kann ich mir das Stethoskop auch noch ausleihen? Wenn du es mit deinen Spürsinn brauchst, meinetwegen. Aber gib erst mal das Fernglas zurück. Einverstanden. So. Das Fernglas hat Pepe wieder und wir haben das Stethoskop. Wo ich lange nicht mehr mit abgehört, ehrlich gesagt. Früher beim Kinderarzt ist das irgendwie ständig passiert, oder? Also wenn man so als Kind dahin geht. Aber da hat man ja auch immer noch irgendwie Vorsorge oder was weiß ich. Ich war in den letzten Jahren ein einziges Mal beim Arzt. Da hatte ich Halsschmerzen. Außer beim Zahnarzt, da ist man natürlich öfters mal. Aber der hat kein Stethoskop. So. Jetzt aber mal auf zur Tür und dran gelauscht. Alleine, wenn man sich mal vorstellt, dass die Leute wirklich diese Tasche mit haben und dann ist da irgendwie ein Bierhut drin und 10.000 Figuren. Was will ich eigentlich? Ach, genau das hier. Das muss dieser brutale Burkhard sein. Kann man das echt? Kann man da... Kann man damit wirklich an Türen auch was hören? Also ich habe gehört, dass das irgendwie... Habe ich das mal irgendwo gelesen oder gehört, dass die Ärzte das früher immer hatten, weil sie bei Frauen, damit sie bei Frauen irgendwie nicht selber an der Brust horchen mussten oder so. Bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, ob das so stimmt. So, guck mal hier, mit Pepe's Shirt. Hier fehlt doch eine Zahl, oder? Durch Wände und Türen. Ja, dann... Wir versuchen es nochmal mit allen. Also da haben wir jetzt gerade nicht wirklich was rausgehört. Okay, guckt gerade niemand? Dann los. Aber mit Eisnappy können wir bestimmt... Guck mal, wir können es auch versuchen, aber das geht doch bestimmt nicht, oder? Mist! Mit diesem Kostüm ist das nicht zu machen. Wollte ich gerade sagen. Das wäre ja noch was, denn...
Mit meinen Patschehändchen ist da nichts zu machen. Okay, kreative Textung da. Alles. Da ist überall nichts zu machen. So, dann würde ich sagen, wir versuchen es schon mal mit Tim und Karl. Hallo? Im Namen des Gesetzes aufmachen! Nichts. Das war nicht gerade meine klügste Idee. Richtig, das war nämlich voll scheiße. Das wollte ich auch überhaupt nicht. Aber das haben wir auch schon dreimal gemacht. Noch ist nichts passiert. Was geht da bloß ab? Da hat ein Motorroller drin. Klingt überhaupt nicht wie der Motorsäge. Das ist ganz eindeutig eine Kettensäge. Oh, klingt das wie eine Kettensäge? Naja, wie auch immer, auf jeden Fall war das jetzt der Hinweis? Er hat das ja erkannt als Erster. Die anderen haben ja immer nur gesagt, was geht denn da ab? Hey, guckt gerade niemand? Dann los. Wir versuchen es nochmal mit Gabi. Woran erinnert mich nur dieses Geräusch? Ah. Okay, da mir überhaupt nichts mehr einfällt, würde ich einfach mal sagen. Wir gucken nochmal hier, es gibt aber keine neuen Mails. Oliver hat sich heimlich Lemmingsons Spiel gezogen. Ganz sicher. Gut, das wussten wir schon. Wann kommt denn Grabgemetzel 3? Ist Nicolas Ganter ein guter Detektiv? Ja, das können wir natürlich jetzt wieder nicht wegklicken jeweils. Sein Erscheinungsbild lässt bisweilen zu wünschen übrig, aber seine Erfolge sprechen für sich. Er ist bekannt für seine Hartnäckigkeit. Genau das dürfte jemandem ein Dorn im Auge sein. Okay, ich hatte das ja im letzten Mal... Beim letzten Mal habe ich ja... Oliver? Also, welcher Weltraumheld gefällt mir besonders gut? Genau, vielleicht müssen wir einfach alle mal durchprobieren, dann kommt jetzt die richtige Antwort. James T. Kirk? Harry Roden? Was? Groschenheftchen interessieren mich nicht. Als der erfunden wurde, gab es nicht mal Taschenrechner. Oliver würde mich besser kennen. Aber total verrückt, sie weiß, dass wir nicht Oliver sind, aber unternimmt überhaupt nichts. Anstatt Oliver? Dann Angst zu haben. Harry, James T. Kirk, Neil Armstrong? Der Astronaut, der als erster Mensch den Mond betrat? Das war ein großer Schritt für die Menschheit, aber ein sehr kleiner für dich, wer immer du auch bist. Oliver? Luke Skywalker? Nein, mit Krieg der Sterne liegst du falsch. Ein Yankee aus Connecticut? Hey, du kennst das Buch von Mark Twain? Auch einer meiner Helden. Aber nicht mein Favorit. Oliver? Also, welcher Weltraumheld gefällt mir besonders gut? Harry Roden? James T. Neil Arm? Luke Skywalker? Ein Yankee? Hey, du... Mir ist gerade noch was anderes eingefallen, was wir machen könnten. Und zwar, wir könnten ja mal hier hingehen, weil hier ist ja die Tür auf. Die Tür steht offen. Guten Tag, Herr Warnsiedler. Was gibt es denn? Es betrifft Ihren Vergnügungspark. Christian Rode ist das. Vielen vielleicht bekannt aus Sherlock Holmes Hörspielen. Schüchtert dieser Burkhardt die Leute nicht ein? Burkhardt? Ja, er mag ein wenig primitiv wirken, aber seine Arbeiten gefallen mir. Außerdem geht er meiner Tochter mit seinem technischen Fachwissen zur Hand. Ja, er liebt Kinder und spielt den Bang Bang Snappy. Obwohl er das nun wirklich nicht nötig hätte. Ziemlich widersprüchlich, wenn Sie mich fragen. Komm, stiehl mir nicht die Zeit, Junge. Das geht dich nichts an. Hey, das ist privat.
Ja, das ist ja was Besonderes, dass diese Burkhardt eigentlich nebenbei noch diese Rolle als Baymax-Nappy macht. Vielleicht halt auch, um besser mit Oliver kommunizieren zu können. Schüchtert dieser Burkhardt? Hat mal ein Mann namens Gunther Ärger gemacht? Gunther? Also, der Name sagt mir nichts. War er von der Presse? Meine Tochter hasst es nämlich, wenn diese Sensationsreporter herumschnüffeln. Naja, und ich schätze dieses Volk ehrlich gesagt auch nicht. Ja, ich auch nicht. Nein, und von der Presse war dieser Gunther nicht. Wir besuchen Herrn Wahnsiedler jetzt nochmal mit Karl und Klößchen. Wobei bei Karl wird er bestimmt wütend. Ach ja, die Parkleitung. Denn er hat ja mittlerweile mitbekommen, dass Karl seinen VIP-Ausweis dazu verwendet hat, mit den Snappies zu reden, zumindest mit Susan. Hallo, Herr Wahnsiedler. Ich bin Karl Vierstein und muss Ihnen etwas zeigen. Worum handelt es sich denn? Moment, es ist in meiner Tasche. Ja, was will ich denn zeigen? Hä? Der Ausweis? Den behält er bestimmt gleich ein. Ich habe bei einem Quiz gewonnen und diesen VIP-Ausweis bekommen, der von Ihnen unterschrieben ist. Was besagt er eigentlich? Wie? Ach du lieber Herr Gesangsverein. Ich muss schon sagen, dieser kleine Scherz hat genug Verwirrung gestiftet. Du hast ihn benutzt, um hier ein wenig herumzuschnüffeln, nicht wahr? Ich behalte ihn besser. Ja, schade. Hat Susan mich verraten? Wer spricht denn von Verrat? Mir wurde zugetragen, dass sie bei der Arbeit tuschelt. Da habe ich sie mir vorgeknöpft. Zu ihrer Verteidigung verwies sie auf deinen prominenten Ausweis. Ja, da ging mir ein Licht auf. Von Verrat kann also keine Rede sein. Na, wenigstens das hätten wir geklärt. Das ist allein meine Angelegenheit. Na schön. Wenn ich dir schon deinen VIP-Ausweis wegnehmen muss, kann ich dir ja wenigstens einen Einblick in meine Pläne gewähren. Das sieht ja spannend aus. Das ist es auch. Schließlich liebe ich es, sowohl Kindern als auch Erwachsenen etwas zu bieten, was sie so schnell nicht vergessen werden. Oh, neue Snappy-Figuren. Das sind Entwürfe für Rolling Snappy und Dragon Snappy. Also gibt es Snappy-Geld demnächst auch als Scheine? Das Snappy-Geld kam gut an. Nun fragt alle Welt nach Queen Snappy-Lotta, weil sie darauf abgebildet ist. Bei den Belastungen gibt es garantiert Grenzwerte zu beachten. Denn wenn ein G der einfachen Erdanziehung entspricht, wirkt ein Vielfaches irgendwann zu belastend. Da hat aber jemand seine Hausaufgaben gemacht. Ja. Auf einen Menschen sollten höchstens 6G in der senkrechten und 2G in der lateralen Achse wirken. Die laterale Achse stellt die Linie von Schulter zu Schulter dar. Tolles Modell. Haben Sie auch eins von der Geisterbahn? Du meinst die Drachenhöhle? Nein. Das ist ja ein anderes Konzept, das einen möglichen Absturz simuliert. Die Achterbahn hingegen steht für absolute Sicherheit. Hä? Auf Menschen wirkt die Gewichtskraft F gleich Masse mal 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Das entspricht einem G, also einfacher Erdbeschleunigung. Auf der Achterbahn verändert sich der Wert. Unter einem G fühlt man sich leichter, darüber schwerer. Bei 0G empfindet man Schwerelosigkeit. Ja, das ist die Airtime. Donnerwetter, du gehst ja ab wie eine Rakete. Ja gut. 9,81 und so weiter. Warte mal. Du bist ja wirklich sehr aufgeschlossen, Karl. Ja, das gefällt mir. Doch genug von der Technik. Was meinst du, ist für mich das Wichtigste an einem Vergnügungspark? Also das mit diesem 9,81 und so weiter, das ist ja nun keine Überraschung, dass Karl das weiß. Das lernt ja wohl jeder im Physikunterricht.
Dass man Spaß hat? Dass Familien gemeinsam etwas unternehmen? Dass man Arbeitsplätze schafft? Dass er sich rentiert? Dass alles reibungslos läuft? Ich glaube, wir machen, da die Folge jetzt auch zu Ende ist, machen wir es mal schnell. Dass Familien gemeinsam etwas unternehmen? Das weiß ich, glaube ich, noch. Genau, das ist es. So denke ich. Vater, Mutter, Kinder. Alle unternehmen etwas zusammen. Familien sind eben. Schön, dass du mich verstehst. Und das war's? Wie auch immer. Ja, in der nächsten Episode besuchen wir Herrn Wahnsiedler dann noch mit Klößchen. Bis dann erstmal. Ciao.